Böses Reptil zeigt es sich von vorn. An seiner Schnauze ist das Ungeheuer mit Revolverzähnen bewaffnet. An seiner Flanke wacht ein Dämon über eine Bombe. Zum Heck hin wird das skurrile Etwas friedfertiger, verwandelt sich zum flügelschlagenden Flower-Power-Wesen. Die Riesenlibelle hat auf der Wiese vor dem Buchheim-Museum aufgesetzt. Vom Krieg zum Frieden war das Motto der fünf Künstler, die diesen Helikopter grellbunt gestaltet haben. Der Militärhubschrauber vom Typ MIL-MI-2T wurde auch Sokol, Falke genannt. Die Grenztruppen der DDR haben solche Maschinen für Sicherungsflüge eingesetzt. Dieser Helikopter flog in Polen. Als er ausrangiert wurde, kaufte ein Landschaftsbauer ihn als Spielhaus für seine Enkel. So landete er im Fünfseenland. Zwei Galeristen entdeckten den Hubschrauber und hatten eine Idee. Graffiti-Writer sollten ihn zum Kunstwerk machen. Sie fragten nach bei Beastie Styles, Doc, ISK, Casey Graphics, I Are Ugly and One ABC, international gefeierte Stars. Bei One ABC haben die Schauspielerin Gina Lollobrigida, Geigengenie Anne-Sophie Mutter oder die Stadtwerke München Objekte gekauft, während die Deutsche Bahn in der Zeit, als er noch illegal arbeitete, eine sechsstellige Summe für Schäden an S-Bahn-Zügen verlangte. Lange her. Nun haben One ABC und vier andere das Kriegsgerät drei Wochen lang mit Graffiti, Airbrush, Pinsel und Fasermalerei verzaubert und Libelle genannt. Bevor sie in Bernried ankam, hat sie auf Kunstausstellungen für Aufsehen gesorgt. Das Museum der Fantasie mit seinen 12 Metern über dem Wasser schwebenden Steg, das die Expressionistenschätze, Zirkuspferde und afrikanische Masken aus der Sammlung des streitbaren Schriftstellers Lothar Günther Buchheim zeigt, hat mit neuer Leitung wieder Schwung bekommen. Ganz im Sinne Buchheims. In meinem Museum soll es sich rühren. Das war sein Wille. Und es rührt sich was. Wie man sehen kann, war heute der Künstler selbst anwesend und hat vor dem Publikum ein paar Kunstwerke entstehen lassen.
Und nicht nur die Libelle ist zu sehen, sondern auch ein weiteres sehr skurriles Kunstwerk kann man im Buchheim-Museum bestaunen. Und nur wenige Schritte vom Museum befindet sich der wunderschöne Bernrieder Park, der sogar den Bayerischen Umweltpreis 2016 bekommen hat. Und in der Broschüre, die ich mir von dem Park mitgenommen habe, steht ein schönes Zitat: Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das bewusst in die Natur eingreifen kann, bewahrend und schützend oder zerstörend und ausbeutend. Der Schutz der Biodiversität liegt in unserer Hand. Das ist die Schiffanlegestelle Bernried. Man kann auch mit dem Schiff herfahren, sobald die Schifffahrtssaison wieder losgeht. Und das ist das Kloster Bernried. Hier wurden sehr viele Spielfilme gedreht im Innenhof, der leider verschlossen ist. Sehr putzige Bootshäuser, sehr alt. Dieser Park ist sehr lang und man kann bis Seeshaupt spazieren gehen und irgendwann trifft man dann auch auf das Teehaus von der Wilhelmine Busch. Es gibt hier so viel zu entdecken. Hier bin ich auf dem Weg zum Landgasthof Drei Rosen.
Und auf dem Weg dahin geht man an sehr alten Bauernhöfen vorbei, wie man sie heute kaum noch zu sehen bekommt. Und auf dem Rückweg zurück zum Buchheim-Museum stehen die Fußballspieler des Holzbildhauers Günther Schumann. Dieses Kunstwerk ist vom Künstler und Kfz-Meister Siegfried Ulmer. Und hierzu lässt sich auch einiges erzählen, aber am besten geht man hin und erlebt es einfach.